Hallo, ich grüße euch. Ich habe heute mal, ich sag mal, eine Sondermeldung für euch. Die weiß ich nicht, ob die eine gute oder eine schlechte ist. Wenn man so will, für die Betroffenen, die das alles erleiden, ist es sicherlich was Schlechtes, weil es sich ereignet. Aber wenn das dazu führt, dass die Leute, die unsere Mitstreiter angreifen, sich damit selber ins Ausschießen und vor allen Dingen nicht nur ihre eigene Laufbahn gefährden, sondern auch den Bestand der Bundesrepublik untergraben. Weil man muss ja wissen, dass die deutsche Staatsangehörigkeit wie von langer Hand vorbereitet die Aufschichtung eines juristischen Scheiterhaufens darstellt, der alleine schon dadurch abwackelt, wenn klar wird, oder jedem klar wird in der Bundesrepublik, dass die deutsche Staatsangehörigkeit von Adolf Hitler ist und dass es Gründe dafür gibt, anzunehmen, dass die Bundeskanzlerin irgendwie über Verwandtschaftsbeziehungen mit dieser braunen Zeit vernetzt ist. Und das ist so schwerwiegend und politisches Desaster. Also ich habe die Beweise jetzt noch nicht vorliegen, aber die Sachlage verdichtet sich, dass wo was dran ist. Da muss man noch weiter wissen, dass der bayerische Innenminister, Hermann ist er wohl, eine Software beschaffen ließ, um alle kritischen Menschen, ich sag's mal im weitesten Sinne, zu verfolgen. Und er hat dazu eine, ja, ich sag mal, so einen Rahmenkatalog noch beigelegt und Landratsämter angewiesen, sämtliche Leute, die darauf bestehen, dass auf irgendwelchen öffentlichen Schreiben eine Unterschrift ist, als Reichsbürger zu katalogisieren und zu verfolgen. Also denen die Arbeitgeber anzuschreiben, wenn die irgendwelche vertraglichen Beziehungen eingegangen sind, die Verträge zu kündigen. Wenn sie Kredite haben, die Banken anzurufen, dass sie fällig stellen. Und das volle Programm, um jemanden wirtschaftlich und zu vernichten. Und derjenige, der das vorangetrieben hat, ist eben dieser Innenminister. Und er nutzt seine Machtposition insofern aus, dass die bayerische Polizei ja im Prinzip Eigentümer der Wortmarke Polizei ist. Und so ist es natürlich auch kein Wunder, dass diese Dienstanweisung auch in die anderen Bundesländer gelangt ist. Und da ist auch beabsichtigt, die anderen Innenminister damit zu erpressen. Und das ging so weit, dass jetzt die Landräte im Prinzip eine Verfügung rausgegeben haben, dass jeder, der in irgendeiner Behörde bemängelt, dass irgendwelche Schreiben, die öffentlich ausgefertigt waren, als Reichsbürger verleumdet wird. Und das geht auch so weit, dass die Polizeibeamten quasi schutzlos gestellt werden, wenn sie also auch bemängeln, dass die Dienstausweise ja, von den Leuten, also ja, ich sag mal, beanstandet waren, weil es ja im Prinzip nur Angestellte sind und keine Beamten. Und wenn die sich dann irgendwann auch mal aufregen, dass sie auch verlangen können, dass sie einen rechtlichen Schutz haben für ihre Dienststellung, die sie nun mal haben. Die haben ja eine Aufgabe zu erfüllen im Sinne des Ordre Public. Wir erinnern uns an das Schreiben vom Landrat von Demmin, dass in Mitteldeutschland vor allen Dingen eben der Ordre Public noch greift. Das hängt mit der, ja, ich sag mal, mit dem Abzug der sowjetischen Truppen aus Mitteldeutschland zusammen, 2006. Und man hat also da versucht, da über die französische Militärgesetzgebung ja etwas Ordnung reinzukriegen, weil ja Mitteldeutschland juristisch noch, also für uns, aus unserer Sicht besser gestellt ist, aber eben bezüglich Bundesrepublik ein heißes Eisen ist und die Ossis auch wissen, dass Putin nicht alles Schlimme getan hat, was auf der Welt da ist und natürlich dort ein sehr starker Rückenhalt da ist, dass man also mit den neuen Kriegsprovokationen nicht einverstanden ist. Und dass im Prinzip jetzt hier eine Lunte am Pulverfass brennt, der ja, es nicht nur um ein kleines politisches Techtelmechtel geht, sondern dass das Potenzial hat, dass hier das gesamte System auseinanderhaut. Denn man muss sich jetzt überlegen, wir haben jetzt einen Fall, dass eine Polizeibeamtin, ist schon ein paar Jahre her, im Dienst, ich sag mal sehr, ich weiß nicht sagen, ob es sexuell ist, aber ich sag mal anzüglich, und gleichzeitig bösartig angemacht worden ist. Und da hat die mal mit zwei Fingern mal so gemacht, so ans Gesicht. Einfach nur, um zu sagen, ich kann dich jetzt anzeigen, dann fliegst du ja aus der Dienststelle raus, samt deinem Vorgesetzten, oder du hörst auf mit diesen Provokationen. Das war die Ansage. Und daraus hin hat der Dienststellenleiter eine
ja, eine Geschichte gebastelt, wonach alle unmittelbaren Kollegen von ihr gehört hätten, dass sie ihm eine schallende Ohrfeige verpasst hat. Das war der Einstieg in die Geschichte. So, und da gab es dann etwas Dächte-Mächte und da war auch noch ein Unfall passiert. Also da konnte keiner dafür, ist aber nun mal so. Und da ist er halt aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen pensioniert worden. Und jetzt kam dazu, dass eine Klage lief, wonach sie also einen Teil ihrer Gebäude, die in 80er Jahren gebaut worden sind, nach den Regeln abschreiben wollte, die gelten, wenn man Gebäude das erste Jahr genutzt hat. Da ist also der Abschreibungssatz, also die AFA-Tabelle. Und die Regeln wollte das Finanzamt ändern und plötzlich eine andere Abschreibungsmethode machen. Das geht aber nicht. Das geht immer nur für neue Bauten. Und das hat sie auch gewusst und hat sie natürlich schon eingeredet. Und die haben sich dann quergestellt und haben dann Willkür gemacht. Und da hat sie einfach mal verlangt, dass sie von den Gesetzen, die sie nur anwenden wollen, den Geltungsbereich nennen und auch die in Kraft treten und das auch noch Ausfertigungsdatum. Ne? Der Hintergrund der Geschichte ist, dass die gesamte Gesetzgebung der Bundesrepublik auf Gesetzen aufbaut, die aus dem Nationalsozialismus stammen. Und da gehört auch die deutsche Staatsangehörigkeit dazu. Und ich sag mal, wer im Glashaus sitzt, sollte natürlich nicht ein Stein werden. Denn viele Beamte, auch Polizeibeamte, wissen sehr genau, was mit der Bundesrepublik nicht stimmt. Und die sollte man in dieser Beziehung nicht zum Zorn reizen. Und genau um dieses Thema geht es jetzt. Die Sache ist also eskaliert. Und da hat sie also ein Dienstaufsichtsverfahren rangekriegt. Da gibt es ein behördliches und ein gerichtliches. Ich zeige euch mal was. Da gibt es hier ein nettes Buch. Ja. Das Bayerische Disziplinargesetz kann man hier nachlesen. Also wir sind da auf dem gut informiert mit allem. Und und dort steht eben drin, wie das läuft. Und die haben jetzt sozusagen die Akten gefälscht. Also sie haben behauptet, sie hätte jetzt Verbindung zu den bösen Reichsbürgern und sie würde die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und dann, das haben sie aber erst reingeschrieben, nachdem sie ihrer Dienststelle im Polizeipräsidenten von München, also Präsidium, Hubert, wie heißt er denn? Da liegt er irgendwo rum. Hubert Andres. Ja. Und ich habe den Fall jetzt auf dem Tisch und soll also einen Lösungsvorschlag erarbeiten, um die Sache für alle Beteiligten gerade zu ziehen. Und ich werde jetzt Folgendes tun. Es ist ja illegal, dass ohne rechtliche Grundlage sich bayerischer Innenminister erlaubt, die gesamte Bundesrepublik auszuspionieren und alle, die bei Rechtsunklarheiten sozusagen ihr Beschwerderecht nachkommen, sie zu Reichsbürgern zu machen und sie wirtschaftlich und zu vernichten. Die CDU ist dann mal angetreten in Bayern, weil sie sagt, also wir sind wir, sage ich mal im weitesten Sinne, obwohl das im Oberfranken nicht gerne gehört wird. Und Markus Söder war ja eigentlich derjenige, der jetzt gesagt hat, er will den Schlingerkurs vom Seehofer nicht mehr mitmachen und er möchte die CSU in Bayern neu aufstellen. Und da kann man ihm das zugestehen, dass er das wirklich vorhat. Aber wenn die Sache jetzt so eskaliert ist, muss ich sagen, könnte auch eine politische Lüge dahinter stehen. Also dass Seehofer immer nur vor ein paar Monaten so tut, als würde er einen Gegenkurs zur Kanzlerin fahren, obwohl klar ist, dass er einen großen Anteil daran hat, dass die Flüchtlingskrise überhaupt zustande kam. Und das ist genau das, weshalb Merkel ihn auch erpresst. Das solltet ihr auch alle wissen, denn wir wissen es und er sollte da auch ehrlich sein. So, nun kann jeder mal Fehler machen. Aber jetzt ist es so, dass es die Sache eskaliert ist. Man hat sich erlaubt, Überfälle zu inszenieren. Und da muss ich sagen, da gehen wir dann auch aus dem Sattel. Und wir haben jetzt Folgendes vor, beziehungsweise auch schon angefangen, ein Informationsnetz zu installieren, wo jeder Betroffene, egal ob er Beamter ist oder einfacher Bürger oder was auch immer, alles melden kann, wo er der Meinung ist, dass er in seiner Meldeakte den Hörgen Reichsbürger rangekriegt hat. Und zwar nach dem Melderahmenrichtliniengesetz, MRA. Das ist Paragraph 4 Absatz A, also 4a.
Daraufhin hat die Behörde von Amts wegen unrichtige Einträge zu korrigieren. So, nun ist es aber so, dass viele immer noch der Meinung sind, dass sie die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Ich habe es nur, ich weiß nicht, in 50 Videos immer wieder erklärt, ich muss es nicht nochmal erklären, die deutsche Staatsangehörigkeit stammt nachweislich von Adolf Hitler und die Bundesrepublik nutzt das, weil sie die wirkliche Staatsangehörigkeit nicht nutzen darf. Das ist der Grund. Der Innenminister weiß es, der Ministerpräsident weiß es, Seehofer weiß es, Merkel weiß es und alle wissen das. Aber uns wird das vorenthalten und wird noch als Argument benutzt, um alle, die in dem Land leben und die Steuern für diese Schwarzbuden bezahlen, zu kriminalisieren und zu Reichsbürgern zu machen. Und da muss ich hier mal einen Schlussstrich ziehen. Wir in Mitteldeutschland sind nicht auf die Straße gegangen, um ein korruptes, neonationistisches System am Laufen zu halten, beziehungsweise erst entstehen zu lassen. Denn diese Entwicklung, die jetzt hier läuft, ist eine Entwicklung der Regierung Merkel, ausschließlich Regierung Merkel. Das hat es, Schröder hat zwar das DAG auf den Weg gebracht und sozusagen die Deutschen im Prinzip damit belogen, mit der deutschen Staatsangehörigkeit. Aber jetzt ist es so weit, dass wir jetzt einen Fall haben, zusätzlich zu dem, was es hier geht, ja, also das gefegte Disziplinarverfahren, was das Polizeipräsidium München zu verantworten hat. Und ich werde dafür sorgen, dass sie diesen Polizeipräsidenten aus des Amtes entheben. Ansonsten kann sich die CDU in CSU in Bayern auf einen Wahlkampf gefasst machen, der sich gewaschen hat. Und da stehen gute Chancen, dass die AfD hier die absolute Mehrheit erreicht. Und das Einzige, was die AfD machen müsste, wäre eine Anfrage am Bundestag, ob an den Gerüchten über die Verwandtschaftsbeziehung der alten Angela Merkel was dran ist oder nicht. Nein, und mal eine Klärung herbeiführen. Das dürfte ein politisches Gewitter erzeugen, wonach es nicht nur die CSU auseinandernimmt. Wir können uns gerne solche Scharmützel leisten und ich kann da unheimlich viele Dokumente auch beilegen, die mir da inzwischen zugereicht worden sind, wo es mich graut, das überhaupt lesen zu müssen. Und es gibt inzwischen noch ein Buch von 300 Seiten Umfang, wo sich jemand mal mit den ganzen juristischen Abgründen der Bundesrepublik befasst hat. Ich bin ungefähr bis Seite 25 gekommen, war erstaunt, wie viel deswegen Leute wie du und ich, also die ein mittelständisches Unternehmen leiden und dann irgendwann Ärger gekriegt haben, weil sie gewisse Dinge erkannt haben, dass ja was nicht stimmt, sich beschwert haben und auf einmal als Reichsbürger betitelt werden und man dann versucht, die Leute platt zu fahren. So, und so einer hat jetzt das Buch geschrieben. Ich habe mir das schon auszugsweise mal durchgelesen und habe festgestellt, dass auch er nicht begriffen hat, dass es keine Fortsetzung des Kaiserreichs in der Weimarer Republik gegeben hat. Und da tut natürlich eine ganze mühevolle Argumentation auf den Rücken fallen, weil wenn ich keine Rechteübergabe in der Weimarer Republik habe, kann die Weimarer Republik natürlich auch keine Gesetze erlassen. Und wenn der Hitler keinen neuen Staat gegründet hat und die Bundesrepublik das auch nicht gemacht hat, brauchen wir bloß Carlo Schmidt mal zitieren, dann sind wir nach wie vor in der Rechtsetzung der Weimarer Republik. Und da brauchen wir uns auch nicht wundern, weshalb der Bundesadler der Adler der Weimarer Republik ist. Und zwar aus den 1920er Jahren. Und der unrechtmäßig hierfür verwendet wurde. Das muss man noch dazu sagen. Also Siegelmissbrauch. Und irgendwann, wenn man dann Lüge auf Lüge und Lüge und Lüge immer übereinander schichtet, uns den Leuten dann irgendwann mal zu viel wird, dass sie sagen, jetzt reicht, jetzt ist eine Grenze erreicht, wo es einfach nicht mehr geht, wo es unerträglich ist. Ich meine, ich lese bestimmt seit 2 Jahren Hauptgeld Kommiss. Ihr müsst es einfach mal machen. Lest euch einfach mal die Deutschland, EU und Terrorismus und so die ganzen Rubriken mal durch. Da lernt ihr eine Grundhaltung kennen von allen Leuten, die es geschafft haben, irgendwie in der Wirtschaft oder im Finanzwesen aufzusteigen und mal wirklich auch Kapital anzusammeln. Ja, wenn unser einer mal ein paar Euros beiseite gebracht hat, um sich ein Auto oder Häusel zu leisten, das sind ja keine Reichen. Hier geht es um Leute, die wirklich was zu verlieren haben, die in der Bundesrepublik, was weiß ich, Unternehmen führen mit 50.000 und mehr Angestellten. Und die lassen sich von so einem Schnösel im Finanzamt nicht erklären, dass das alles schon so richtig sei und dass er seine Dienstanweisung hat. Da hängen wirklich Werte dran. Und wenn ich mir überlege, wie groß, bäuerliche, landwirtschaftliche Betriebe sind, auch in Bayern, und die CSU bewirkt, dass sie ihre Bodenrechte verlieren an diesen landwirtschaftlichen Sachen und dass denen dann
im Prinzip durch den ESM pro Kopf 50.000 Euro oder jetzt sind es wohl bestimmt schon 70.000 Euro an den Bundesschulden auf ihr Grundstück gelegt werden. Also dann pro Angestellten, was auch immer, was da ist, sodass es sozusagen zu einer wirtschaftlichen Enteignung kommt. Dann muss man sich vorstellen, wenn wir das zum Wahlkampf in Bayern thematisieren, dass dann bei der CSU das Licht ausgeht. Und deswegen mein, Bugfrieden mit dem Markus Söder wäre, dass er sich den Fall annimmt und dass er dafür sorgt, dass nicht ein einziger Euro an der zu streichenden Pension fehlt. Und er kann sämtliche Mittel und Wege in die Wege leiten, oder wie sagt man dazu, dass das durch Sparauszahlung oder durch Bote übergeben wird. Aber ich garantiere ihm, wenn zum Monatswechsel auch nur ein Euro bei ihrer Pension fehlt, das ist eine sehr engagierte Frau, die mir auch sehr am Herzen liegt, die auch vielen Leuten Rat und Hilfe gegeben hat, die völlig verzweifelt waren und die das wirklich auch selbstlos gemacht hat und einfach sich schämen muss auch teilweise, was hier in der Bundesrepublik los ist. Na, sie hat also Mordfälle aufgeklärt, ziemlich große Sachen und man weiß ja, wenn man sowas macht, wie ihn das belastet. Ich habe ja gerade mal bei 2-3 Todesfällen mal so ein bisschen medizinische Hilfe mit leisten dürfen während Zivildienst. Da kommt man natürlich mit solchen Dingen in Berührung, auch wenn das natürlich eine gewisse Größenordnung hat. Dann hinterlässt das natürlich Spuren und dann will man natürlich, dass es alles insgesamt auch sauber läuft und dass man dann nicht sagen kann, die und die Fälle, die hat ja ein Deutscher gemacht, obwohl der Täter kein Deutscher war. Also dass auch in den vorgesetzten Stellen Kriminalstatistiken gefälscht haben und das wird natürlich alles rauskommen. Und er sollte sich sehr überlegen, ob er den Polizeipräsidenten überhaupt noch im Amt lässt. Denn offensichtlich ist er auch noch dafür verantwortlich, dass es in einem Flüchtlingsheim in Bayern jemand Sturmgewehre einfach mal eingelagert hat. So, soweit ich weiß, ist es eine Kriegswaffe gewesen und die bayerische Polizei hat unterdrückt, dass die Meldung an die Öffentlichkeit kommt. Ihr wisst ja, wenn Kriegswaffenfunde sind, sei es in privater Hand oder so, die illegal hier reingebracht ist, muss eine Pressemeldung sein. Das ist Pflicht, da ist der Polizeipräsident auch verantwortlich. Und wenn er das nicht macht und die gute Aussicht besteht, dass alle, die jetzt hier als Flüchtlinge oder wie sagen so schön Nachfries, hier Migrantenverfahren durchstehen und sich dann zu Hause oder in einem Flüchtlingsheim Waffen einlagern, damit sie die deutsche Bevölkerung dezimieren können, da rede ich jetzt nicht über Messer, sondern handfeste Kriegswaffen, dann ist das ein Zustand, wo der Staatsschutz einfach mal seine Aufgabe erfüllen müsste und diese entstandene Situation klären muss. Offensichtlich ist es so, dass diese Waffen von den Benelux-Staaten in die Bundesrepublik gekarrt werden, weil dort keine Grenzkontrollen sind und dort Waffenschieferbanden zu tun haben, die an die Amigo-Affäre erinnern. Wir erinnern uns, Amigo-Affäre gab es mal in Bayern ein Problem. Da hat das Finanzministerium und das Wirtschaftsministerium und einige CSU-Funktionäre private Waffendeals laufen lassen. So, und da kann man sich vorstellen, dass die, ist ja noch nicht so lange her, dabei gut verdient haben und sagen, wir könnten eigentlich mal eine Neuauflage machen. Und das steht hier im Rahmen und ist eben gerade jetzt, wo wir also so eine Gefährdung der Sicherheitslage haben, kein Kavaliersdelikt mehr. Und wenn ich einen Waffenfund mache in einem Flüchtlingsheim, habe ich als Polizeipräsident eine Anzeige zu schreiben an die Zeitung, sodass das klar wird und dass der Bevölkerung die Bedrohungslage klar wird. Wir haben ja nur ein Waffenkontrollgesetz und da gibt es keine Ausnahmen und da hat sich jeder dran zu halten. So, und dann kann man sich überlegen, wie es jetzt so weitergehen soll. Ich würde vorschlagen, der Seehofer redet mit dem Herrn Söder und weist an, dass in sämtlichen Bundesländern die Verfolgung von Reichsbürgern zu unterbleiben hat, weil es die nicht gibt. Es gibt keine Reichsbürger. Weil das Tillerson-Urteil sagt, dass die Gesetzgebung vom 6. Januar 1947 es der Bundesrepublik verbietet, die Gesetze anzuwenden, die nach dem 5.3.1933 entstanden sind, bis einschließlich 8. Mai 1945, bis es zur Kapitulation kam. Das Deutsche Reich hatte nie eine Staatsangehörigkeit, zu keiner Zeit. Die Staatsangehörigkeit kam immer aus den Bundesstaaten
Und auch nicht Hitler konnte daran was ändern, weil er auch kein Ausfertigungsrecht hatte. Und er war auch kein Staatsvertreter. Die Weimarer Blick war eine Firma, die sich damit befasst hat, mit ungültigen Gesetzen Handel zu treiben. Da sagt man sich, wie kann man denn so ein Geschäftsmodell aufziehen? Naja, wenn man sich überlegt, dass man mit Ausweisen hantiert, die eine falsche Staatsangehörigkeit hat, also ein ungültiges Dokument, und damit ein Konto eröffnet oder Handelsgeschäfte betreibt, dann muss man sich schon fragen, die haben da also ein ziemlich kriminelles Verfahren laufen. So, jeder Staatsbürger hat in dem Staat ein Anrecht auf ein Personaldokument, wo die ordentliche Staatsangehörigkeit ausgewiesen wird. Und wenn es der politischen Führung nicht passt, dass in Bayern das Königreich Bayern heißt und in Sachsen Königreich Sachsen, bloß weil sie mit der Monarchie 1920 irgendwann mal ein Problem hatten, ist das nicht unser Problem. Es ist unsere Staatsangehörigkeit und die steht uns zu, weil da auch ein gewisser Rechtsschutz verbunden ist. Und damit haben die Richter sich auch an die Gesetze zu halten. Und so machen die nämlich ihr eigenes Gesetz. Und ich habe noch einen weiteren Fall auf dem Tisch liegen. Da hat jemand, da wurde jemand beschuldigt, er hätte irgendwas entwendet. Ich sage jetzt mal nicht konkret was. Geht um eine Kettensäge oder was weiß ich. Die ist auf dem Gelände des Vermieters gewesen. Und er hat das Grundstück angemietet. Und die Vermieterin hatte also noch ein paar Gegenstände dort liegen. Und hat dann Leute geschickt, die dann das Zeug beräumen. Und nachdem alles beräumt war, haben sie ihn beschuldigt, er hätte das gestohlen. So, da läuft jetzt ein Strafverfahren und da soll ich dann als rechtlicher Berater mit einsteigen. Und das Schicke an der Sache ist, er hat sich von irgendjemand in die Mensch-Person-Diskussion eingelassen. Er wusste es ja auch nicht, er ist in dem Sinne auch Laie. Die Mensch-Person-Diskussion hat im Staat nichts zu suchen, weil die gab es im Staat nicht. Im kaiserlichen Staat gab es keine Unterscheidung zwischen Mensch und Person. Das ist eine Erfindung der Weimarer Blick. Wir wissen, der Weimarer Blick ist kein Staat, demzufolge auch keine Gesetze in dem Sinne staatlich, sondern alles so privatrechtliche, sagen wir AGBs. Und die werden mit Waffengewalt durchgesetzt. Und die Durchsetzung der Waffengewalt funktioniert in der Regel über die Polizei. So, wenn ich aber außerhalb des staatlichen Monopols eine Gewaltausübung mache, muss ich mir gefallen lassen, dass ich als Putschdiktator, was auch immer bezeichnet wird. Das ist nun mal so. Das ist in jedem Land der Welt so. Und es ist überhaupt kein Problem, dass man nach gewissen Jahren mal einsieht, dass man mit dieser Rechtsgrundlage nicht weiterwursteln kann. Dass die Probleme überhand nehmen, dass man keinen ordentlichen Grenzschutz gewährleisten kann. Wobei eigentlich klar ist, dass die bayerische Grenze alleine schon durch die damals noch bestandene staatliche Grenze geschützt sein muss, weil nämlich eine Staatsgrenze bestand 1918 zwischen Deutschen Reich und Österreich-Ungarn. So, das ist die einzige Rechtfertigung, die Bayern ja anziehen muss. Man muss sich auf die Bundesrepublik gar nicht zurückziehen. Man kann einfach die Gesetzgebung nehmen, die am 27.10.1918 gegolten hat. Und kann natürlich notstandsrechtlich das eine oder andere neu regeln. Damals gab es noch keine Handys, also gibt es auch keine Handyverträge. Und die rechtlichen neuen Sachen kann man doch neu regeln. Das ist doch notstandsrechtlich gar kein Problem. Man muss es nur machen. Aber es kann ja dazu führen, dass irgendwelche privaten Rechtsgrundlage in der Verfolgung der Staatsangehörigen eingeleitet wird, um eine politische Meinung zu unterdrücken, weil sie sagen, hier ist einiges in der Bundesrepublik in Ordnung, was nicht in Ordnung ist, dass es gar keine Freistaaten gibt, weil die gar keine Rechtsgrundlage haben. Im staatlichen Recht ist nicht vorgesehen, das Staatsgebiet in Freistaaten zu untergliedern. Das ist verboten. Es gibt eine ganz klare Kompetenz, was den Schutz der Außengrenzen betrifft, das hat der König von Preußen zu beantworten. Und wenn sie den weggeputscht haben oder umgebracht haben, müssen sie einen neuen wählen. Wo ist das Problem? Er hat nach außen alles zu regeln, was die Außengrenzen ist. Und alles, was innerhalb von den Bundesstaaten ist, ist Sache des Bundesstaates. Also kann Bayern alles regeln, was mit Bayern direkt zu tun hat. Außer die Außengrenze. Die ist die Verantwortung von Preußen. So ist das gewesen und so ist es bis auf den heutigen Tag. Aber es wird nie umgesetzt. So, also liegt es letztlich auf dem Tisch von der Frau Merkel, dass hier über Bayern, ich sag mal 80% aller Flüchtlinge eingeströmt sind. Ne? Die sind ja alle irgendwie über die Balkanroute hochgekommen. Und die müssen dort auch wieder zurück. Aber man kann es natürlich nicht Bayern anlassen, die alle da runter zu schaffen. Der Bund hat den politischen Willen geäußert, Deutschland mit Leuten zu fluten, die aus dem syrischen Kampfgebiet stammen und ein großer Anteil von den Leuten sind islamische Kämpfer und die warten nur auf den Einsatzbefehl. So, das heißt, die warten darauf, Deutschland zu übernehmen und die haben bei vielen Demonstrationen auch schon Plakate draußen gehabt, dass sie das aktiv vorhaben. Und dazu haben die sich natürlich Waffen besorgt.
Die interessiert das nicht, ob es in Deutschland ein Waffenkontrollgesetz geht. Die haben ihren Schwarzmarkt und dann wird das Zeug beschafft. Und die haben das alle zu Hause und die haben ja genug Munition, um uns alle umzulegen. Und die Polizei wird uns nicht schützen. Die werden nach Hause gehen zu ihren Familien und versuchen zu retten, was zu retten ist. Das ist nämlich die Situation. Und da will dann kein Politiker dafür verantwortlich sein. Die haben ja alle ihre Bunker. Die verziehen sich in die Bunker und überlassen dann hier uns dem Chaos. Das ist doch die Situation. So, aber ich muss zu Beginn geben, die Bunker reichen nicht für alle. Die kleinen Politiker, die Landräte, und das sind, für die ist kein Platz da. Das kann ich euch jetzt schon ordnen, dass es so ist. Und dann könnt ihr mal raten, was die Wutbevölkerung, wenn die Musels hier einen Aufstand machen, was dann passiert. Wo dann der nächste Baum ist. Und ich habe ja immer vertreten, eine Sache friedlich und beizulegen und zu klären. Ich weiß nicht, wie viel ich mal Putin schon angeschrieben habe und habe gesagt, denk nochmal drüber nach, du hast Mitteldeutschland in ein Chaos entlassen und die haben das Recht auf ihre Staatsangehörigkeit haben, diese Vorbeitritt hatten. Jeder, der in Ostdeutschland oder Mitteldeutschland gelebt hat, hat noch die kaiserliche Staatsangehörigkeit. Die haben zusätzlich noch die DDR-Bürgerschaft gehabt. Das ist richtig, aber das ist nicht schlimm. Nachdem die DDR-Bürgerschaft keinen mehr interessiert hat, weil wir ja keine Appelle mehr machen mit Beginn der Arbeitszeit, sondern dass sich das wieder alles ordentlich normalisiert hat. Aber die Staatsangehörigkeit kann uns nicht gestohlen werden. Es kann ja sein, dass die Bundesrepublik, obwohl sie kein Staat ist, sondern nur ein Verwaltungskonstrukt zur Durchsetzung des Besatzungsrechts, so wie es offiziell auch in den internationalen Verträgen steht, da hat sie sich darum zu kümmern, dass zumindest Mitteldeutschland ordentliche Einträge in die Ausweise bekommt. Und wenn die Reisepässe Anhangsseiten haben, die dafür bestimmt sind, um Fehler oder Änderungen aufzunehmen, wo ist das Problem, dass jeder verpflichtet wird, einen ordentlichen Reisepass bei sich zu führen und hinten wird eingetragen, zu welchem Bundesstaat er gehört. So. Wo ist das Problem, wenn das dann hinten mit einem Stempel der Stadt bestätigt wird? So, damit kann man wählen. Und jeder, der den Stempel nicht hat und nach Absurdistan gehört, der hat kein Wahlrecht und der hat auch kein Recht, hier die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu untergraben. Und er hat auch kein Recht, hier Waffenscheine zu beantragen oder Waffen zu besitzen. Die sind hier Flüchtlinge, weil sie angeblich von dem ganz schlimmen Diktator Assad, wobei ich gelesen habe, dass der im Prinzip ein sehr vernünftiger Mensch ist, vielleicht ein bisschen überdreht, aber durchweg positive Ansichten, sein Land einfach verteidigt. Der lässt sich einfach nicht ausplündern. Der lässt sich sein Öl nicht wegnehmen. Und er will mit allen Ländern der Welt Handel treiben, aber mit Währung, die er vorgibt. Das ist das, was hier läuft. Und man will eben, dass er bunte Zetteln aus den USA akzeptiert, wenn er Öl rausgibt, zu den ihren Konditionen. Und das kann nicht sein. Ein ölexportierendes Land kann schon die Preise sauber bestimmen. Und das ist der Grund, weshalb es in Syrien Krieg gab. So. Und nun ist es also so eskaliert, dass da unten die Truppen zusammengezogen werden und Russland gesagt hat, also wenn ihr in Syrien hier einfallt, wir haben dort einen Militärstützpunkt und irgendwelche Militärangehörigen bedroht oder verletzt werden, wird es ernste Konsequenzen haben. Und da Russland eine Atommacht ist und durchaus auch über allerneueste Technik der Flugabwehr und zur elektronischen Kampfführung wird, haben wir dort den Krisenherd, der sich ganz schnell zum Dritten Weltkrieg ausweiten kann. Und ich persönlich vertrete ja die Ansicht, dass es klüger gewesen wäre, anstatt sich da unten zu zoffen, einfach mal mit einer großen Abordnung der russischen Marine über die Ostsee zu kommen und die Besatzungsstatuten zu aktivieren, weil Putin hat nach wie vor das Recht, sein Besatzungsgebiet wieder in Beschlag zu nehmen. Und dann hat er auch das Recht an die ehemalige Deutsch-West-Grenze, Ost-West-Grenze eine Batterie Atomraketen hinzustellen, im Fall England der Meinung ist, dass Russland den Anschlag auf den Skripal, wie der heißt, verübt hat. Inzwischen sieht es wohl so aus, dass der britische Geheimdienst das selber war, ne, weil vieles sich darauf in die Richtung verdichtet hat. So, man hat also versucht, Russland zu provozieren, beziehungsweise auch einen Angriffskrieg zu machen und alles nur auf einer ganz dünnen rechtlichen Grundlage, weil das Großbritannien möchte jetzt nicht in die Geschichte zurückgehen, haben auch ja Putsche hinter sich, ja, wo das auch alles auf dünneren Füßen steht. Und ich brauche nicht lange blättern in der Bibel, da gibt es irgendwo Prophet Daniel, der ja vorausgesagt hat, dass es mal ein Reich geben wird, was
an den Füßen nur durch Lehm und Eisen zusammengehalten wird. Also dass Verwandtschaftsbeziehungen mal gegeben hat, also im Kaiserreich haben die ja alle untereinander geheiratet, wenn man sich mal anguckt, wer mit wem da irgendwie im Adel verwandt ist. Das war die Verbindung, die man geschaffen hat, und die hält heutzutage nicht mehr, weil der Adel ja im Prinzip entmachtet worden ist, denen alles weggenommen worden ist. Und inzwischen sieht so aus, als ob die Europäische Union zerbricht. Genau das, was die Baba Vanga ja in Bulgarien vorhergesagt hat. Sogar noch aufs Jahr genau. Die hat gesagt, 2016 bricht die Europäische Union auseinander. 2016 sind die Brexit-Verhandlungen passiert. Das ist der Zerbruch. Und ich kann euch versprechen, dass das England nicht das einzige Land ist, was hier austritt. Wir sind ja noch gar nicht Mitglied der Europäischen Union. Denn wann ist denn der Kaiser der Europäischen Union beigetreten? Nie. Wir wurden immer erzählt, wir haben eine Europäische Union und wir haben eine Verantwortung, und die haben wir nicht. Wir sind gar nicht Mitglied. Wir sind noch nicht Mitglied der NATO, weil ich wüsste nicht, wann der Kaiser der NATO beigetreten wäre. Das haben die Besatzer des Staatsgebiets gemacht. Aber das hat keine Bedeutung. Der Vertrag ist nicht bindend. Ja, da wird so eingehalten, und die machen auch immer wieder einen Flugzeugträger für die USA. Aber am Ende haften die Besatzer für die entstandenen Kosten. Und letztlich bis zum kleinsten Parteimitglied von CDU, FDP, SPD, Linke, Grüne. Also jedes Parteimitglied haftet für einen Teil des insgesamt angerichteten Schadens an dem Haushaltsbudget. Weil der Haushalt des Staates muss vom Kaiser abgesegnet werden. Wann ist er denn abgesegnet worden? Ich würde sagen, der von 1918 hatte noch einen Haushaltsplan, aber 1919 gab es schon keinen mehr. So, und das ist entscheidend, wenn es darum geht, wenn irgendwelche internationalen Kredite auf dem Staatsgebiet des Kaisers wirksam wurden. Ne? Es spielt dann die Jahreszahl keine Rolle mehr, weil die Verträge sind immer nur mit dem Staat, Staatsverträge können immer nur mit dem Staat abgeschlossen werden. So, und wenn es da keine gibt und alles nur privatrechtlich ist und das alles Firmen sind und Firmen pleite gehen können, ist natürlich im Falle, es platzt mal die Derivate-Bombe, im Prinzip alles innerhalb von ein paar Sekunden nicht mehr da. Weil durch die Rechentechnik überall in den Börsen ist so ein Crash innerhalb von Sekunden da. Und da ist plötzlich die Forderung des einen und die Verbindlichkeiten des anderen heben sich gegeneinander auf und dann kommt eine Null raus. Eine dicke, fette, große Null. Und sozusagen der wirtschaftliche Stillstand in der gesamten Eurozone, wenn nicht auf der gesamten Welt. Weil dann im Prinzip kein Wertaustauschmittel mehr existiert, weil es ist ja nur noch Schuldgeldsystem. Die Schulden werden mit den Forderungen aufgerechnet, hat eine fette Nullrate. Wir wissen ja, alles, was an der Börse gemacht wird, ist ein Nullsummenspiel. Es kommt immer Null raus. Ne? Das Vermögen des einen ist die Schuld des anderen und umgekehrt. Ja. Und wenn das Geldsystem stirbt, weil, wie gesagt, der eine nicht zahlen kann und der dann auch wieder zahlungsunfähig wird, man nennt das auch, gibt es einen Begriff? Zombisierung nennt sich das. Also Zombisierung ist zum Beispiel folgendes: Wenn eine Bank an ein mittelständisches Unternehmen oder großes Unternehmen Kredite verliehen hat, und zwar in einer Größenordnung, die nie zurückzahlen können, dann tun die im Prinzip das in der Bank im Prinzip als Forderung reinstellen. Ja. Und das Unternehmen kann auch mit den Krediten arbeiten und die können auch Geschäfte abschließen, sind aber im Prinzip insolvent. Weil sie wären ohne den Kredit nicht in der Lage, die Forderung zu bedienen. Also wenn man so will, wie ein Schneeballsystem, was durch den Kredit der Bank am Laufen gehalten wird. So, wenn die Bank jetzt sagt, also irgendwie stimmen mir deine Bilanzen ne, in dem Unternehmen, wir müssen jetzt mal den Kredit wieder zurückführen, weil die Sache wird uns zu heiß. Dann passiert ja Folgendes, da wird im Prinzip der Kredit der Bank, diese in ihrer eigenen Bilanz stehen haben, kleiner. Und damit kommt die Bank in Schwierigkeiten. So, aber sie muss ja im Prinzip auch gegenüber ihren Bankenaufsichten eine saubere, nachvollziehbare Bilanz haben. Und was machen sie? Sie stellen die Kredite von denen fällig, die gut dastehen, also die gute Bilanzen haben, wo nichts getrickst ist. Und die können natürlich nicht mehr arbeiten, weil die auf einmal einen Kredit zurückzahlen müssen, obwohl es gar keinen Grund gibt. Die haben meinetwegen irgendeine technische Innovation rausgehauen, sind kurz vor der Markteinführung und da zieht die Bank einen Kredit weg. Um ein Unternehmen am Leben zu halten, was überhaupt keine Chance hat, am Markt zu existieren. Was im Prinzip von einem Tag auf den anderen
Pleite ist, nur wenn man einfach mal eine Tiefenprüfung in der Bilanz machen würde. Also, dass sie zum Beispiel, wie es bei den Bauunternehmen war, wo sie im Prinzip im Maschinenpark immer genau dorthin gefahren haben, wo das Finanzamt gerade mal eine Kontrolle gemacht hat, ob alles noch da ist. Inzwischen hatten die aber nichts mehr. Alles schon verliest oder gar nicht mehr da oder schon verzockt. Das war ja irgendwie so ein großer Skandal in Deutschland. So, und so ist es überall. Und diese Zombies sind groß und systemrelevant und werden immer im Leben erhalten. So. Und da gibt es auch Banken in Deutschland, die anderen Banken Geld geliehen haben und wo dann im Prinzip die Zombiebank eine Zombiebank nährt und die untereinander verflechten sind und sozusagen einer das Messer am Hals des anderen. Das ist die Situation, die wir haben. Ostern 2018. So. Und momentan sieht es so aus, dass das Finanzsystem sich kaum noch über Wasser halten kann. Und dass die Währungsmanipulation, die momentan übers Gold läuft, nicht mehr auf Dauer funktionieren. Weil die Leute auch dahinter gekommen sind, dass ETFs, also auf Gold, kein Gold darstellen und im Falle eines Währungscrashs in Euro ausgezahlt wird. So, und da kann man sich vorstellen, wenn man jetzt sich hier 100.000 Euro ETFs stehen hat auf Gold und man kriegt dann in der Hyperinflation 100.000 Euro ausgezahlt, kann man sich dann mit dem Geld maximal ein Brötchen holen. So. Und derjenige, der wirklich Gold hat, ne, tut in dem gleichen Verhältnis natürlich der Wert steigen. Ne? Also wenn ich eine Überdruckung ist zum Beispiel, wenn man mehr Papiergeld in Umlauf gebracht wird, als man tatsächlich hat. Na, zum Beispiel, man hat einen Wert von 1 Euro, aber hat im Prinzip diesen 1 Euro zu 25 Papierscheinen ausgeweitet. Oder machen wir es anders. Man hat 100 physische Euros, die wirklich da sind. Aber man hat jetzt nochmal 100 Geldscheine gedruckt, wo auch nur 100 draufsteht. Und die hat man sozusagen verliehen. Das ist das, was hier läuft. So, und zwar 1 zu 25. Das war der Wert ungefähr vor 3-4 Jahren. Das wird natürlich jetzt erheblich mehr sein. Also man kann damit rechnen, dass es vielleicht 1 zu 50 sind. Ne, weil der Draghi hat ja unbegrenzte Menge Euros gedruckt. Also sagen wir mal, die Überdruckung ist so bei 1 zu 50 Minimum. Das würde also bedeuten, dass aus einer Unze Gold eine Kaufkraft von 50 Unzen Gold wären. Ja, und das ist natürlich eine erhebliche Menge. Und es gibt Analysten, die sagen, dass auch ein Überdruckungsfaktor von 50 nicht mehr reicht inzwischen, weil eben durch die ganze Aufblasen dieser ganzen Kredite eben das völlig außer Kontrolle geraten ist. So, und in dem Maße, wie eben die Kaufkraft des Euros fällt, na, also zum Beispiel 1 zu 50, 1 zu 100, sucht euch was aus, steigt natürlich dann der Wert von Silber und Gold. So, und deswegen hat man mal versucht, dass die Investoren aus dem Edelmetallen ferngehalten werden. Aber irgendwann haben sie eben auch mal Hotgeld.com gelesen und sind darüber gestolpert und haben natürlich jetzt gesagt, da könnten wir uns eigentlich mal ein paar Unzen herlegen. So, und wenn man sich das mal anguckt, wie die Preisentwicklung beim Gold ist, ist es also seit Januar ein stetischer Aufwärtstrend. Und irgendwann kann man die nicht mehr davon abhalten. Und wenn die über die magische Grenze von 14, 15, 1600 US-Dollar pro Unze nachgeklettert sind, dann geht das ganz schnell, dass die Investoren merken, oh, jetzt haben wir einen Aufwärtsmarkt und steigen dort ein. Und dann geht die Rakete wie die Decke durch die Decke. Und in dem gleichen Verhältnis natürlich der Euro und der US-Dollar im Keller. Und dann ist ganz schnell Feierabend. So, und da das eben so riskant ist und wir auch wissen, dass Russland seinen gesamten Geldumlauf im Prinzip zu 25% mit Sachwerten hinterlegen kann, Rohstoffe, Öl, Gas und so weiter, will man natürlich mit Russland Krieg anfangen, damit man eben sein eigenes krankes Geldsystem sanieren kann. Aber die einfache Lösung wäre gewesen, sie hätten sich mit Putin an den Tisch gesetzt und wir hätten eine ordentliche Währung auf den Weg gebracht, die von Russland und China reguliert wird. Also gar kein Problem. USA, der Dollar ist im Prinzip tot. Es ist so viel Papiergeld in der ganzen Welt, damit kann man nicht wirtschaften. So, und das merken auch die Amis selber. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dort eine ordentliche, wertgedeckte Währung gibt. Ja, wir wissen ja, dass es im Kaiserreich eine 100% Wertdeckung gab. Ja, das muss man ja bedenken. Deswegen haben die ja auch so Angst, dass wir eben die Handlungsfähigkeit des Kaiserreichs wiederherstellen und dann mit 100% Sachwertdeckung den Schaden bezahlt haben wollen, den die Bundesrepublik, die Weimarer Republik und Nationalsozialismus hier in dem Land angerichtet haben. Das ist die große Angst, weil dann ist sofort
das Währungssystem erboten. Und deswegen versuchen sie mit allen Mitteln, jeden zum Reichsbürger zu machen und den ja zu verfolgen. Dass da ja keiner auf die Idee kommt, mal nachzudenken, gibt es denn überhaupt Reichsbürger? Ne, es gibt sie nicht. Hatte ich gerade erklärt, weil das Gesetz, Tillissen-Gesetz wirkt. Wir haben die Bundesstaaten angehört, es sei denn, du hast sie mit einem gelben Schein abgegeben. Du hast erklärt, dass du vom Hitler eine deutsche Staatsangehörigkeit willst und gibst die Bundesstaatenangehörigkeit ab. Also du schmeißt im Prinzip das Kind in den Müll und ziehst die Nachgeburt groß. Das ist das, was so läuft. So, wenn das genug Leute in Deutschland gemerkt haben, dass es so ist, dann ist das System im Prinzip am Ende. Und die Aufklärungsrate liegt in Deutschland bei derzeit geschätzten 25-30%. Und wenn der Rest das auch noch mitkriegt, werden die dann in der Frühstückspause auch mal erzählen, was hast du denn für Vorstellung, was hier ist in dem Land. Und da bricht natürlich bei denen die Welt ein, weil die sagen, alle haben das gewusst, ich habe es nicht gewusst. So, also werden sie sich dann auch damit befassen und werden im Internet nachlesen und feststellen, dass es eben so ist, wie es ist. Ja. Und wir haben ja nur seit 2008, machen wir intensive öffentliche Aufklärung, befasst haben wir uns mit dem Thema schon länger. Aber jetzt ist es wohl so, dass eben in den letzten Jahren sich die Aufklärungsrate fast verdoppelt hat. Und man hofft, dass es nicht noch eskaliert. Ja. Wir haben im Herbst in Bayern Landtagswahl und sollte die CSU diesen Kurs, den sie jetzt vor Bayern machen, dann wird es ein sehr lustiger Wahlkampf. Da werden wir mit einiges Deutschland und mit AfD der CDU mal die Haare gegen Wind bürsten. Und zwar so, dass den Himmel Angst wird mit ihrer absoluten Mehrheit. Da ist es nämlich dann vorbei. Und ein blau regiertes Bayern wird eine lustige Geschichte. Da könnte man schon mal noch einen Schein anlegen. Und deswegen würde ich es für eine gute Idee halten, dass man den Bogen überspannt. Also ich hoffe mal, dass die betroffene Polizeibeamte ihre Pension diesen Monat pünktlich erhält. Ansonsten müssen wir mal beim Putin anrufen und dem stecken, dass man der deutschen Staatsangehörigkeit in Mitteldeutschland löst. Da habe ich nämlich auch noch ein paar gute Kontakte daneben. Und dann müssen wir mal darüber nachdenken, wie überhaupt das Polizeiaufgabengesetz, was ja im 25. Mai in Kraft treten soll, mit der deutschen Staatsangehörigkeit zustande gekommen sein soll. Das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass das funktioniert. Ja. So, und deswegen müssen wir dann irgendwann einmal sagen, da ist es dann wie beim Skat. Ja. Da hast du ein Blatt in der Hand, nimmst den Skat auf und da liegt der Alte drin. Also überreizt. Muss deine Gegenpartei als Schneider spielen. Und das kann beim Beiblatt, wo du drei Stiche abgibst, nicht funktionieren. Und wenn ich alleine über die deutsche Staatsangehörigkeit nachdenke, denke ich mal, die haben alle einen Alten gefunden im Skat und haben alle kein Beiblatt dazu, um das Ding durchzuziehen. Es wird also scheitern. Alles, was wir machen müssen, ist mal zum Nachbarn zwinkern und sagen, da hat ja nichts auf der Hand. So, das ist das Spiel, was wir spielen. So, und jetzt ist die Frage, ob wir es dann wirklich zu Ende spielen wollen oder ob es eigentlich gleich sich die 6 Punkte an der auf die Liste schreiben. Und so sieht es nämlich aus momentan. Geht, alles klar. Dann will ich mal das Video schließen und noch hochladen, damit das heute noch weggeht. Und ich werde jetzt den Markus Söder anschreiben, im persönlichen Brief schreiben und ihn bitten, dass er diesen Mist mit dieser Reichsbürgerverfolgung auf der Stelle sein lässt. Ansonsten müssten wir dann mal wirklich eine Demo machen in München und mal den Leuten erklären, was mit der deutschen Staatsangehörigkeit los ist, hat der Herr Bachmann von der Pegida seit Jahren es verhindert, dass die Diskussion bei irgendeiner Pegida-Veranstaltung überhaupt zutage tritt. Und da habe ich so die allergrößte Befürchtung, was mit dem Mann nicht stimmt. Und da könnt ihr einfach nur mal Plakate machen und sehen, dass er mit Bundesstaatenflaggen bei dem öfter auf der Pegida, weil er irgendwie hier eine Plakate drin hat. Und da würde ich mal drüber nachdenken, was da die Ursache ist. So, das war's für heute. Ich denke mal, dass ich Ende der Woche nochmal ein Video mache zu der Rostock-Serie. Da haben wir ja noch 2 Teile offen. Ich musste das erst nochmal zurückziehen, was ich da angefangen habe. Wir werden das nochmal neu aufnehmen, weil wir auch neue Erkenntnisse haben, die wir jetzt auch in die R11 mit aufnehmen wollen. Also da wird also auch vom Wochenende noch eine neue Version von R11 kommen, weil dieses entscheidende Bausteinchen gefunden wurde, was uns noch ermöglicht, dass die Gemeinde nachbessern muss. Gut, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann demnächst bei